Kommst du bitte mal, Sarah? Das klingt nach Ärger. Was ist los? Setz dich. Das ist dein Anwalt, Florian Faber, der von seinem angeblichen Prozessgegner Kant gerade eine Menge Geld entgegennimmt. Das glaubst du? Das ist doch manipuliert. Das mache ich dir mit jedem drittklassigen Grafikprogramm auf dem Computer. Dieser Herr Kant hat Florian die Reifen zerstochen, die Wohnung verwüstet und verfolgt uns mit Drohanrufen. Hast du Beweise dafür, dass Kant hinter all dem steckt? Nein, habe ich nicht. Noch nicht. Guten Morgen, Ronny. Na, wie schmeckt der neue Kaffee? Naja, geht so. Guten Morgen, Sarah. Was sagst du denn zu den Fotos, Ronny? Nicht schlecht, oder? Habe ich geschossen. Du hast sie geschossen? Wo denn? Vor dem Restaurant, zu dem mich der Chef geschickt hat. Wir haben gestern einen Anruf der Agens Wohnfinanz erhalten. Herr Faber habe sich an deren Chef, Herrn Kant, gewandt. Er sei bereit, die Fronten wieder zu wechseln, wenn ihm Agens ein weit höheres Honorar bezahlt, und zwar in bar, als das, was er bei seiner alten Kanzlei verdient hätte. Sollten wir daran Zweifel haben, könnten wir doch einen Fotografen in das von Herrn Faber genannte Restaurant schicken, um gegebenenfalls heimlich Beweisfotos zu machen. War auch gar nicht so einfach. Ja, das haben wir getan und das ist das Ergebnis. Ist euch jemals die Idee gekommen, dass da Florian eine Falle gestellt wurde? Ehe du jetzt hier laut wirst, kennst du das? Danke, Ronny, du kannst gehen. Gute Arbeit. Woher hast du das? Das habe ich Florian persönlich gegeben. Das habe ich von Agens Wohnfinanz. Mit einem Anschreiben von Anwalt Faber. Sehr geehrter Herr Kant, zum Beweis der Ernsthaftigkeit meines Vorschlages lege ich Ihnen eine Aufstellung weiterer Geschädigter Ihres Unternehmens bei, mit Informationen und Daten, die für Ihre Belange sicherlich von großem Wert sind. Briefpapier, Briefkopf und Adresse stammen von der neuen Kanzlei Fabers. Hast du mir das nicht früher gesagt? Genau deshalb, weil du es nicht geglaubt hättest. Du liebst den Mann. Du hast dich verrannt in diese schöne Geschichte vom geläuterten Anwalt, der zum Rächer der kleinen Leute wird. Er war aber nie der Rächer der kleinen Leute. Er hat die kleinen Leute und dich nur benutzt, um seinen Marktwert zu steigern. Es war nur eine Lüge. Und du? Du bist drauf reingefallen. Naja, ich kann mir vorstellen, wie du dich jetzt fühlst. Das kannst du nicht.